Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, kommen wir zum letzten Punkt vor der Skizze. Das wäre sechstens das Verhalten der Funktion im Unendlichen. Also, was machen die y-Werte? Was macht die Funktion, wenn wir für x plus unendlich bzw. minus unendlich einsetzen? So, die entsprechenden mathematischen Ansätze sehen wir schon hier. Limes x gegen plus unendlich f von x und Limes x gegen minus unendlich f von x. Im nächsten Schritt setzen wir einfach für f von x die Funktion ein. So, da sehen wir das. Den Limes habe ich hier vorne jeweils hingeschrieben. Für die Funktion f von x entsprechend die Funktion eingesetzt. Und jetzt müssen wir überlegen, wie war das nochmal bei dem Verhalten im Unendlichen. Wir müssen uns den Teil der Funktion raussuchen, der am stärksten ist. Und das ist bei diesen ganz rationalen Funktionen immer der Teil, wo der Exponent am größten ist. Sprich vorne bei dem x hoch 4. Wir können also den Rest entsprechend vernachlässigen. Was sollen wir jetzt hier machen? Wir sollen Limes x gegen plus unendlich. Wir sollen rein gedanklich für x plus unendlich einsetzen. Machen wir das mal. Dann steht hier unendlich hoch 4. Naja, was ist unendlich hoch 4? Das ist immer noch unendlich. Unendlich mal unendlich mal unendlich mal unendlich ist immer noch unendlich eine riesengroße Zahl. Genau das gleiche machen wir hier unten mit dem Unterschied, dass wir jetzt für das x minus unendlich einsetzen. Wenn wir minus unendlich hoch 4 entsprechend ausrechnen, erhalten wir plus unendlich. Minus hoch etwas Gerades, die 4 ist gerade, wird ja zu plus, also in dem Fall auch plus unendlich. Interpretation von den ganzen Zeilen. Wenn x gegen plus unendlich läuft, x gegen plus unendlich, Semikolon, dann läuft die Funktion unserer y-Werte auch gegen plus unendlich. Also das Ergebnis, was hier rauskommt bei dieser Rechnung, ist das, was die y-Werte machen, was die Funktionswerte machen. X gegen plus unendlich, y auch gegen plus unendlich. Und diese wichtige Information, die rahmen wir doch gerade mal ein. So, hier unten sehen wir x gegen minus unendlich, x gegen minus unendlich, Semikolon, y gegen plus unendlich. Hier vorne ist das, was unser x-Wert macht, hier hinten das Ergebnis der Rechnung ist das, was unsere y-Werte machen. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!